Ich heiße euch abermals in Ralgas Wacht willkommen. Die Befreiungsarmee ist erfreut, euch als Gäste begrüßen zu dürfen. Ich bin Konrad Kemp, der Anführer der Befreiungskämpfer, die sich diesen Ort als Stützpunkt ausgesucht haben. Und mit wem genau habe ich die Ehre? Ich danke euch für eure Gastfreundschaft. Ich bin Alfino Leveilleur vom Bund der Morgenröte und ich bin mit einem dringenden Anliegen nach Gyrabania gekommen. Aber lasst mich zuerst meinen tiefsten Dank ausdrücken dafür, dass ihr meinen Freunden Papa Lee... Aber nicht doch. Ich habe zu danken. Deine Freunde haben sich mehr als einmal um unsere Sache verdient gemacht. Ich war unaufrichtig. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Schon gut. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich jemand unter falschem Namen unserer Befreiungsarmee anschließt. Ich habe von Papa Limo gehört. Ja, er hat sein Leben für uns geopfert. Wir schulden es ihm, mit aller Entschlossenheit für die Befreiung Alamigos zu kämpfen und die Galear aus Eorzea zu vertreiben. Aber nicht auf die abscheuliche Weise, wie Ilba das tat. Wir werden mit unseren Mitteln kämpfen. Auch wir haben Leute an die Eisenmasken verloren, die sich von den Reden des Greifen haben einfangen lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass sie für die Beschwörung eines Primae geopfert wurden, ein grausames Schicksal für diese guten Seelen. Nago hat mir auch gesagt, dass euer Bund der Morgenröte für unsere Sache einstehen will. So ist es. Der Bund der Morgenröte tritt heute vor euch, um ein Vorhaben zu unterbreiten, das uns der Befreiung aller Amigos einen großen Schritt näher bringen wird. Die Eorzeische Allianz hat uns geschickt, um als Vermittler aufzutreten. Sie schlägt der Befreiungsarmee von Alamigo vor, ein militärisches Bündnis einzugehen. Ich bin ganz Ohr. Sprich weiter. Ich verstehe. Um ehrlich zu sein, kommt das Angebot wie gerufen. Wir stehen einem mächtigen Gegner gegenüber und meine Truppen sind weit unterlegen. Aber ich würde mich gerne erst mit meinen Vertrauten beraten. Darf ich um etwas Zeit bitten, bevor ich mich entscheide? Selbstverständlich. Wir werden auf eure Antwort warten. Thank you.
Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich nehme den Vorschlag der Eorzeischen Allianz an und werde ein militärisches Bündnis mit ihr schließen. Aber es gibt eine Einschränkung. Was meint ihr damit? Ich bin für den Vorschlag der Allianz sehr dankbar und würde ihre Hilfe gerne uneingeschränkt annehmen. Aber ihr müsst verstehen, dass es sich bei der Befreiungsarmee nicht um eine geeinte Streitmacht handelt. Es gibt viele verschiedene Gruppierungen. Ich kann nur für die Kämpfer hier in Ralgars Wacht sprechen. Nur meine Untergebenen werden dem Bündnis beitreten. Ich werde natürlich alles dafür tun, dass sich auch die anderen Gruppierungen anschließen. Aber ich kann es nicht garantieren. Ich möchte, dass ihr das versteht. Dafür haben wir Verständnis. Dann werden wir der Allianz übermitteln, dass sich Konrads Kämpfer für ein Bündnis entschlossen haben. Vielen Dank. Eins müsst ihr wissen. Es haben sich mehr Kämpfer den Eisenmasken angeschlossen, als ich zugeben möchte. Ich plane daher, meine Truppen neu zu organisieren. Dabei werde ich das anstehende Bündnis berücksichtigen. Wenn wir irgendwie helfen können, werden wir euch bei der Neuorganisation nach besten Kräften unterstützen. Seht es als Zeichen unserer Freundschaft. Wie könnte ich das abschlagen? Ich bin froh, so tatkräftige Verbündete gefunden zu haben. Dann werden Yestula und ich das Lazarett besuchen. Wir werden uns als Heilerin nützlich machen. Ich werde zum Sonnenstein zurückkehren. Unter den Mitgliedern des Bundes finden sich bestimmt noch weitere Krieger, die für Alamigos Unabhängigkeit kämpfen wollen. Und was machen wir? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Nage und Mefrit könnten etwas Hilfe bei einer Aufgabe gebrauchen, die ich ihnen anvertraut habe. Verstanden. Wir schauen gleich bei ihnen vorbei. Thank you.
Und? Habt ihr Kontakt zur Befreiungsarmee aufnehmen können? Ja, und wir haben eine Botin mitgebracht. Ihr Name ist Nago, eine Kämpferin der Befreiungsarmee aus Raigas Wacht. Sie ist hier, um die Antwort auf den Vorschlag der Allianz zu überbringen. Ich grüße euch, Phönix-General Rauban. Es ist mir eine große Ehre, vor den legendären Bullen von Alamigo treten zu dürfen. Ha! Bulle von Alamigo. Diesen Namen benutze ich schon lange nicht mehr. Meine besten Zeiten als Gladiator liegen hinter mir. Selbstverständlich. Verzeiht mir, Phönix-General. Unser Anführer, Kommandant Konrad, schickt euch einen Brief mit seiner Antwort. Er nimmt unseren Vorschlag also an. Das beruhigt mich. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die geplante Neuorganisation seiner Truppen reibungslos verläuft. Wir sind weniger, als ihr denken mögt. Viele gute Männer und Frauen haben sich den Eisenmasken angeschlossen und durch Ilberts Wahnsinnstat ihr Leben verloren. Seitdem hat die Bevölkerung das Vertrauen in uns verloren. Es fällt uns schwer, neue Kämpfer zu rekrutieren. Die Migiten sehnen sich nach Freiheit. Aber niemand will sein Leben für einen Kampf riskieren, den man nicht gewinnen kann. Wenn wir von den Migiten verlangen, dass sie sich blindlings in einen hoffnungslosen Krieg werfen, sind wir nicht besser als der Greif. Ich habe nicht vor, das Volk in die Irre zu führen. Aber wir müssen den Migiten klarmachen, dass sich die Opfer des Krieges lohnen werden. Die Migiten haben zu lange gelitten, um von sich aus auf einen Sieg zu vertrauen. Sie brauchen einen Anstoß, ein Zeichen, etwas, das ihnen neue Hoffnung gibt. Wenn die Allianz und die Befreiungsarmee gemeinsam einen Sieg über die Galear erringen würden, dann wäre dies ein Zeichen, dass sie zu bezwingen sind, solange wir nur zusammenhalten. Es braucht keine große Schlacht zu sein. Ein kleiner Sieg würde reichen, um einen Funken zu entzünden, der ein leuchtendes Feuer der Hoffnung entfacht. Wenn das Gerücht die Runde machen würde, dass eine gemeinsame Armee die Galear auf dem Schlachtfeld bezwungen hat, würden sich bestimmt mehr unserer Sache anschließen. Ich habe da auch schon eine Idee. Thank you.
Die Niederlage von Cartenova eine ganz schöne Pleite.
Es hat mich einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, um das Kommando zu behalten. Aber jetzt ist alles vergessen. Mit dieser Feuerkraft, frisch aus den garleischen Waffenschmieden, hält mich nichts mehr auf. Nichts und niemand. Was, du? Du bist doch die von der Karte Noah Heide! Haha! Endlich habe ich eine Chance, mich zu rächen! Jetzt seid ihr dran, ihr Würmer! Ich mache euch fertig! Zum Angriff! Von Anonymous!
Verdammt! Mein schönes Spielzeug! Ein nutzloser Schrotthaufen! Das werde ich nicht vergessen. Wartet nur ab. Beim nächsten Mal mache ich euch fertig. Das schwöre ich euch. Der Galear flieht. Der Sieg ist unser. Es lebe Alamigo. Hurra! Thank you.
Unsere Suche nach Verbündeten im Kampf gegen die Galear führte uns in die Zinnen, das Bergland von Gyr-Abania. Aber nicht die steinigen Straßen oder die trostlose Landschaft ließen unsere Schritte und unsere Herzen schwer werden. Es war der Gedanke an die gedemütigten Migiten. Viel zu lange schon hatten sie unter der gnadenlosen Herrschaft der galeischen Besatzer gelitten.